Hey, was geht ab, Leute? Hong hier mit einer neuen Folge Jurassic World Alive. Ich war gerade auf dem Weg zu einem Epic Strike Tower. Da habe ich einen T-Rex gesehen, wollte den holen und dann ist der genau vor meinen Füßen gespawnt. Nicht schlecht hier. Okay, meine Schüsse sind dafür aber echt schlecht. Oh mein Gott. So. Oh mein Gott. Das war richtig schlecht. Den kann ich immer gebrauchen. Und jetzt noch schnell zum T-Rex, bevor der weg ist. So, wo ist denn der? Wo ist denn der? Da hinten. Okay, das muss erstmal reichen. Ich will jetzt nicht allzu weit weggehen, weil das ist genau in der entgegengesetzten Richtung vom Tower. Ja. Richtig schlecht, Mann. Peinlich, peinlich, peinlich. Naja, auf zum Tower. Das soll schwer sein, aber ich glaube, ich schaffe es. Ich glaube, ich kann es schaffen. Okay, wir sind beim Tower angekommen. Mal schauen, wie der Ton so sein wird. Ihr seid hier die Versuchskaninchen mit dem neuen Ton. So. Was sind die drei Gegner? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall die zwei. Vielleicht den hier. Wahrscheinlich der kann Aufhebung. Aber. Ja, ich versuch's mal mit den vier. Wird schon schief gehen. Das sind meine besten Dinos, also ich habe nicht viel zur Auswahl. Wie gesagt. Hoffentlich passt der Ton so. Ihr seid meine Versuchskaninchen hier. Auf dem Jurassic World Alive Video. So, starten wir direkt mal mit Stegodoys. Oh. Ich habe nicht mit dem gerechnet. Ich habe Angst. Kommt erstmal ein richtig fetter Damage rein. Armor Piercing Rampage. Ja, das tötet mich jetzt, oder? 2,8. Alter. Der ist schneller. Nochmal. Destroy Shields. Ganz ehrlich. Probieren wir es mal so. Genau. Und so. Okay. Sieht gar nicht so übel aus für uns. Sieht gar nicht so übel aus, sage ich jetzt mal. Dann probiere ich mal das hier. Und wenn das trifft, dann ist er tot. Also wenn er überlebt erstmal. Ich muss jetzt ein 50-50 überleben. Das ist schon mal nicht gut. Jetzt muss ich eine Attacke überleben? Bitte, komm. Komm. Komm, 50. So unnötig, Mann. So unnötig. Diese Niederlage, die hat mich richtig zerstört. Ich kann nur sagen, richtig leidend. Ja, und danach habe ich ihn natürlich nicht mehr geschafft. Alter, ich habe nicht mal den einen Dino mit meinen restlichen zwei noch geschafft. Schweige denn den ganzen Strike Tower. Dieser 2x50-50 verloren, sonst hätte ich auf jeden Fall gewonnen. Aber was soll man machen? Ein Spiel in letzter Zeit ist eh sehr viel auf RNG basiert und sehr viele Glücksfaktoren. Die meisten meiner Spiele laufen auf einen 50-50 am Ende hinaus. Aber eine Sache, die können wir noch machen, und zwar unser Team verbessern. Dementsprechend werde ich für nächste Folge einen krassen Jurassic World Alive YouTuber fragen, ob er sich mal mein Team anschauen kann. Nein, das kommt für Pokémon nicht zurück. Das wird nie wieder für Pokémon zurückkommen, weil das für Pokémon nicht läuft. Aber für Jurassic World Alive auf jeden Fall. Ich werde ihn fragen, ja, welche Dinos sind gut, welche soll ich pushen, was hätte von meinem Team, was soll ich raustun, was soll ich pushen. All das, nachdem ich den YouTuber gefragt habe, noch weiß er gar nichts davon. Aber seid gespannt auf nächste Folge und schreibt in die Kommentare, ob ihr den Strike Tower geschafft habt. Ja, ihr habt es gesehen, ich musste leiden. Das war's von mir, wie immer liken, subscriben, kommentieren, checkt die anderen Videos ab, folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter, checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Jurassic World Alive is serious business.